Freut euch über eine Stunde lang ein treibendes Set mit Juliane Wolf. Und ich kann auch schon ein bisschen Sneak Peek geben. Der erste Song wurde gestern schon mal gespielt und zwar runtergepitcht von Judith van Waterkant. Das hat Juliane sehr gefreut. Das ist ihre eigene Produktion. Protection erschien auf dem Eon-Label, auf der Waters Compilation. Jetzt Rave Safe. Mein Name ist Nico. Habt einen wunderbaren letzten Arbeitstag im Jahr 2022 mit Juliane Wolf.
We'll be right back.
Pioneer DJ Mix Mission. Ladies and Gentlemen, das ist Juliane Wolf für euch an den Decks. Herzlich willkommen im Hauptstadtstudio. Ja, vielen Dank. Oh, ich bin ein bisschen klein. Ja, kann ich das Mikro nehmen? Genau, kannst du runterziehen. Top. Genau. Super. Ja, richtig geil. Da ist auch jemand an den Decks, die genau weiß, was sie will. Willst du einen Kaffee? Hättest du einen Sekt? Wir läuten heute Silvester ein mit euch. Das ist auch meine letzte Schicht des Jahres. Es ist mir eine große Ehre, sie mit dir hier zu verbringen zu dürfen. Ja. Und du hast die letzten Tage auch immer mal wieder in den Stream reingeschaltet. Hast gestern zum Beispiel auch Judith van Waterkant spielen hören. Ja, richtig schön. Und hast schön einen Track von dir in ganz neuem Gewand gehört. Ja, genau, mein Track Protection, der jetzt erst auf der Geon Compilation erschienen ist, der, Judith spielt ja Downtempo. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel BPM es waren. Auf jeden Fall halt weniger, als der Track ursprünglich hatte bei der Produktion. Und ich fand es halt übelst cool, so wie, ja, übelst. So wie, weiß ich nicht. Also es ist halt in einem neuen Gewand und ich fand es richtig cool. Ich könnte ja auch mal eine Downtempo-Nummer machen, habe ich mir dann so gedacht. Ey, ganz ehrlich, Downtempo kann echt wirklich der absolute Wahnsinn sein. Ja. Ich verstehe Leute, die da erstmal skeptisch sind, wenn sie sagen, geht ja gar nicht vorwärts. Mhm. Aber Leute, guter Downtempo geht vorwärts. Groovy. Ich schwör's euch. Also definitiv. Ja. Und produktionstechnisch kann man bei dir sagen, läuft. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich habe mir dieses Jahr so einen Traum verwirklicht und bei Soundgarden released, also das Label von Nick Warren. Ah, und nice. Ja, das war schon mega fett. Und, wie kommt sowas zustande? Über Jahre. Ich habe ein eigenes Label, das heißt Wizarding Wolf. Und ich habe damals einen Promopool gehabt bei meinem ersten oder zweiten Release, glaube ich, auf dem Label. Und da hat Nick halt immer die Promos bewertet und meinte so, ey, cooler Track, super, nice Track. Und dann irgendwann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und mit seiner lieben Partnerin, der Petra, Liebe geht raus. Auf jeden Fall, mit denen bin ich ins Gespräch gekommen und dann meinten die, ja, schick doch auch mal was. Oder ich habe einfach gesagt, okay, ich schick was, glaube ich. Ich habe dann einfach gedacht, okay, weil der Sound ist halt genau meiner, halt so melodisch. Hat halt genau gepasst. Und ich hatte es ja schon mit Nina Hepburn drüber. Ja. Progressive House ist in Berlin aktuell einfach nicht so gefragt. Und es kommt in den Clubs jedenfalls. Mhm. Weil ich weiß, im Radio funktioniert es. Funktioniert jetzt hier. Twitch freut sich total über dich. Mhm. Deswegen, der Sound funktioniert auch auf den Festivals der Welt. Aber die Berliner Clubs, die zieren sich da noch so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt erst im Birgit und Bier gespielt. Da schon zweimal. Und zwar halt immer fett und auch hier im Mensch Meier vor zwei Samstagen, also am 17.12. war auch mega Stimmung. Also jedes Mal, wenn ich spiele, ist es cool, aber ich glaube, da ist immer noch so, ich weiß es nicht, also vielleicht kommt es jetzt auch. Es ist vielleicht auch so eine Draußenstimmung, ne? Auf ja, dem Festival ja funktioniert es halt fantastisch, vielleicht haben die Bookerinnen und Booker irgendwie Schiss, ja, das in einem dunklen Club anzubieten. Ja. Aber Leute, springt über euren Schatten, Juliane Wolf sollte auf jeden Fall öfter auch in den Berliner Clubs zu hören und zu sehen sein. Aktuell könnt ihr sie auch sehen auf twitch.tv/sunshineliveradio. Okay. Da ist unsere Kamera gerade, wir winken mal rein. Der ist auch für mich als Radio, Radiofratze definitiv ungewohnt. Okay. Geh bitte gerne nochmal an deine Spielwiese zurück. Okay.
Sunshine Live Pioneer DJ Mix Mission.
Sunshine Live Pioneer DJ Mix Mission. The one and only Juliane Wolf ist an den Decks. Ja. Social Media kannst du gleich checken. Man sieht mich ja. Ja, danke für die lieben Messages. Ich habe schon so Nachrichten bekommen von Leuten, die ich nicht kenne, also richtig lieb. Ja, ich meine, die Leute feiern halt auch den Sound und du hast halt auch vieles selbst produziert, was da jetzt mit drin war, ne? Das stimmt, ja. Ich habe meinen Release Kira bei Soundgarden halt gespielt und mein Remix auf 3000 Grad für Amitilem. Ja, und genau. Und there is more to come. Dann nächstes Jahr? Können wir uns auf mehr Juliane Wolf Produktionen freuen? Ja, also nächstes Jahr kommt sogar was auf dem Berliner Label raus, bei Rebellion der Träumer. Das ist ein Berliner Label. Genau, also da habe ich ein Release und dann halt auch bei so argentinischen Labels. Ich mache halt Progressive House, ne? Das kommt halt da voll gut an. Ja. Genau, Our Two Strangers, das ist das Label von Entrim. Und ich habe auch viele Remixe, die ich gerade mache für Empathy. Vielleicht kennt ihn jemand, der ist von Steo Joke hier in Berlin. Vor allem, aber wenn du vielleicht eher. Wenn dieser Sound in Südamerika gut ankommt, also das ist doch dann eigentlich genau die richtige Zeit im Januar abzuhauen und Gigs in Argentinien zu spielen. Ja, also ich hab Bock. Kenne da die ein oder anderen Jungs, die dort eine Party schmeißen. Muss ich den mal irgendwie auf den Schirm rufen. Ja, setzen wir uns gleich mal hin. Wir feiern super jetzt geil. Auf jeden Fall schon mal das Pre-Silvester hier noch ein bisschen weiter. Ja. Wir stoßen gleich nochmal an mit Prosecco. Ich freue mich drauf. Richtig gut, dass du mir den Kaffee ausgeredet hast. Zur richtigen Zeit. Hast du mitgemacht. Gestern hat er noch großkotzig angekündigt, er wird nochmal vorbeikommen, weil es ihm so gut hier gefällt. Aber er hat dann seinen Übernachtungsgast doch alleine geschickt.